Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin euer Avenger, wie immer. Und ich habe mir so gedacht, es steht ja Halloween vor der Tür und dann machen wir mal einen Kürbis zusammen. Ja, ich möchte euch heute mal zeigen, wie ein Koch einen Kürbis machen kann, also zum Schnitzen speziell. Dazu muss man das Ganze erstmal aushöhlen, das habe ich natürlich schon getan. Ne, ist eigentlich ganz einfach. Dann nehmt ihr einfach ein Messer, schneidet hier so ein paar Ecken raus oder rund, wie ihr, je nachdem wie ihr Bock habt. Und dann nehmt ihr das Kerngehäuse raus. Und vielleicht auch ein bisschen vom Wurffleisch. Also ich mach immer ein bisschen mehr raus, dann können wir nämlich Suppe machen, traditionell, wie es zu Halloween eigentlich üblich ist, dass man aus den Innereien eine Suppe macht. Und ja, bevor ich jetzt weiter drauf rumlaber, kommt jetzt erstmal das Intro und dann machen wir mit dem Kürbis weiter. Also in diesem Sinne, bis gleich. So, folgendermaßen fangen wir an. Wir zeichnen jetzt erstmal das Motiv auf, was wir überhaupt machen wollen. Dann muss mal die Kamera ein bisschen neu justieren. Und irgendwie, gut. Zeichnen wir das Motiv einfach mal auf. Ich weiß auch schon so ungefähr, was ich machen möchte. Aber fangen wir einfach mal an. So, so soll er dann aussehen, wenn ich fertig bin. Also schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Habt ihr ein spezielles Werkzeug? Diese Säge hier, dieses. Ihr müsst mal in euren Drogerien oder irgendwelchen Einzelhandelkaufmärkten gucken. Die haben meistens entweder solche Hefte da drin, wo dieses Sägewerkzeug dabei ist. Oder haben spezielles Werkzeug irgendwo rumliegen. Müsst ihr mal gucken, weil ich finde, diese Säge ist einfach am besten. Man kann es auch mit dem Messer machen, aber es ist ziemlich aufwendig. Und deswegen, das ist die beste Lösung. Also, schaut mal zu. Das ist ganz easy. Fangen wir bei den Augen an, weil da geht es am besten. Und ihr seht schon, ich muss ganz schön rumrufen. Also es wäre, glaube ich, mit der Kamera auf dem Tisch, wäre das keine gute Idee gewesen. Gehe ich jetzt einfach mal stark von aus. So, das Auge noch ausschneiden, weil wenn ich das zum Schluss mache, dann reißt es mir wahrscheinlich einfach rausholen. Und deswegen müssen wir das jetzt gleich machen. Deswegen haben wir ja zuerst die Profile gemacht, dann ist das alles ein bisschen einfacher. So, Ladies and Gentlemen, das erste Auge wäre schon ausgeschieden. Da mache ich jetzt noch ein bisschen Fleisch weg, dass es dann auch schön rüberkommt. So, die Augen sind schon draußen. Ne? Da kommt auch nicht mehr viel Aufwand dazu. Jetzt kommt das Schwierigste, die Zähne. Natürlich auch was mal festhalten, dass ihr dann nicht die Augen auseinanderbricht. Ne? Also müsst ihr immer gucken, dass ihr irgendwo fest zugreifen könnt, dass ihr nicht verwackelt. So. So viel zum leichten Teil. Natürlich nochmal kurz Foto für Twitter. Bam! Weggetwittert. Und weiter geht's. So, jetzt habe ich hier noch Spezialwerkzeug. Das hier. Das gibt es noch nicht zu kaufen. Das ist von meinem Bruder. Das ist von seiner Schreinerlehre ein Schnitzwerkzeug. Wenn ihr sowas nicht habt, das könnt ihr auch mit dem Messer machen. Also mit dem stinknormalen, also was heißt mit dem stinknormalen? Das muss ein Küchenmesser sein. So ein kleines Knippchen,
was eine schöne Spitze hat, wo man schön mit rausschrappen kann. Also das, damit geht's auch. Also ich würde es sogar empfehlen, es damit zu machen. Nicht? Kann mir jemand holen. Ist hier, das ist aus meiner Lehrzeit, deswegen ist es zu Hause. Das hat mir immer gute Dienste geleistet und damit kann man echt am besten schnitzen mit sowas hier. Das muss eine schöne Spitze haben hier vorne, ne? Ist ja völlig logisch. Und eine scharfe Klinge, ganz wichtig. Also kein Sägemesser oder so, es muss eine richtige Klinge sein. Fragt natürlich vorher eure Eltern, ob ihr es nehmen könnt. Und wenn ihr richtig jung seid, dann mit Aufsicht, sehr scharf. Fangen wir mal an. Wichtig auch hier beim Schrappen ist, schön vorsichtig sein, dass ihr den Rest halt nicht rausrupft. Völlig logisch, oder? Ob man das hier so gut sieht. Auf jeden Fall, jetzt habe ich die ganzen Konturen hier noch gemacht von dem. Und ob das jetzt wirklich tief genug ist, das sieht man eh nachher erst, wenn es Licht aus ist. Das werde ich euch dann auch nochmal zeigen. Dann seht ihr nämlich ganz genau, wie es leuchtet. Weil umso dünner das da hinten ist, umso schöner kommt es raus. Also ihr seht schon, mit dem Werkzeug kann man echt filigran arbeiten. Also fette Props an meinen Bruder, dass der einen Schreiner leer gemacht hat. Sonst wäre das hier gar nicht möglich. Dann hätte ich es mir kaufen müssen. Und so ein Zeug ist scheiß teuer. Erinnert schon langsam so ein bisschen an Overwatch, ne? So, jetzt kommt das schwierigste Teil, die Zähne. Das ist sehr, sehr aufwendig und da muss man echt sehr vorsichtig sein, dass man bei den Konturen dann später die Zähne nicht rausbricht. Also echt extrem schwierig. Ich ritze das immer vorher ein bisschen ein oben, dass ich ganz genau weiß, wie weit ich schneiden kann. Und da auch schön vorsichtig arbeiten, ne? Ist ja völlig logisch. Zum einen, dass ihr das Gesicht nicht rausbrecht und zum anderen, dass ihr auch schön genau arbeiten könnt. Ne? Und dass ihr dann halt auch nicht zu tief kommt. Warum ich das dann so schnitze und nicht so lasse, den Grund zeige ich euch dann später. Und hier, wie ich das jetzt gerade mache, ist eigentlich nicht optimal, weil wenn man da abrutscht, ist der Finger ab. Also aufgepasst. Ne? Das ist richtig schön langsam in einer sägenden Bewegung. Und dann ist das eigentlich ganz easy. Normalerweise heißt es eigentlich, als Koch müsste ich das wissen, immer vom Körper wegschneiden. Ganz, ganz wichtig, weil wenn man abrutscht, dann hat man nämlich so eine Battlefield-Animation nur an sich selber. Das ist nicht schön. Die Oberseite hätten wir schon. Seht ihr auch bestimmt, warum ich es unten eingeritzt habe, weil dann fällt es nämlich schön raus, da braucht man da nicht aufpassen. Beziehungsweise hat man dann schöne scharfe Kanten unten am Lächeln und macht da nichts kaputt. Das finde ich ist sehr, sehr wichtig, sowas. Und was ich noch dazu sagen muss, umso größer die Zähne von euch sind, umso schöner könnt ihr sie ausschneiden. So. Untere Seite ist dann auch fertig und jetzt machen wir das noch so lebensecht wie möglich. Also sprich, ich werde die jetzt alle noch ein bisschen schön abrunden und ein bisschen spitzer machen. Ob das jetzt funktioniert, sehen wir gleich. Ihr müsst jetzt auch nicht so filigran arbeiten eigentlich, weil Zähne, umso schräger sie sind, umso gruseliger sind sie, finde ich. Also umso besser sehen sie aus. Also gruselig sagt man ja nicht mehr heutzutage. Also jung seid ihr auch nicht mehr, aber wie schon gesagt, es sieht halt, meiner Meinung nach, sieht einfach schön aus. Also jetzt habe ich schon ein Stück abgebrochen, das habe ich toll gemacht. Aber es ist noch nicht so schlimm. Ja, wie schon gesagt, umso kleiner die Zähne, umso schlimmer wird es dann halt später. Ne? Das ist halt echt schrecklich, schrecklich aufwendig. So, aber es sieht doch eigentlich schon ganz gut aus. Mensch, Kerle. Jetzt muss ich nur die Rückwand noch ein bisschen dünner machen, dass die Zähne auch ein bisschen leuchten. Ne? Entschuldigung, dass mein Arm ständig im Weg ist, aber so ist es halt. Muss ja irgendwie besser, ne? Ich kann uns ja immer mal so ein bisschen zeigen, wie das danach aussieht. So vorher, nach der Show. So ein bisschen das Zahnfleisch imitieren. Natürlich auch schön die Lücken ausarbeiten, ne? Ganz, ganz wichtig, weil überall wo Lücke ist, kommt das Licht besser durch. Und es sieht einfach authentischer aus, finde ich.
So sieht er dann aus. Ist das nicht geil? So, wenn dann jetzt gleich das Licht aus ist, sieht es richtig geil aus. Erstmal eine Kerze. Ist der nicht traumhaft? Mensch, Kerl, Dunkelpeil. Aber ihr seht schon, die Konturen, das sieht man jetzt leider nicht so genau, aber man sieht, ne, die ich rausgearbeitet habe vorhin, die sind noch nicht ganz tief genug. Da müssen wir noch ein bisschen nachhelfen, das machen wir jetzt auch. Und dann machen wir dasselbige gleich nochmal. So, meine lieben Freunde, ich habe noch ein bisschen dran rumgeschraubt. Jetzt ist er zu 100% fertig. Ne? Also ich hätte jetzt mal gesagt... Also wenn euch das Video gefallen hat, dann teilt es doch mit euren Freunden. Und tja, wie schon gesagt, wenn ihr wissen wollt, wie man eine Kürbissuppe macht, schreibt mir einfach mal in die Comments. Vielleicht habt ihr Bock drauf oder ja, oder habt noch irgendwelche Fragen dazu, dann schreibt es mir in die Comments. Gebt mir auf jeden Fall ein Like oder ein Dislike. Wenn ein Dislike, bitte begründen. Wie immer, wenn ihr mich richtig cool fandet, natürlich dann auch diesen Button. Dann wisst ihr immer, wann ich ein neues Video hochlade, ob das ein Gameplay ist oder wieder so ein Tutorial hier. Ich mache auch Tutorials über PCs, also wenn ihr mal ein PC-Problem habt, werde ich dem Ganzen auf den Grund gehen, so gut ich kann, und werde es vielleicht beheben können. Aber wie schon gesagt, das war jetzt das Thema Halloween. Ich mache jetzt auf jeden Fall noch ein paar, weil meine Familie hat mir so ein Zettel geschrieben, die alle einen Kürbis haben wollen. Und vielleicht zeige ich auch gleich nochmal ein paar Bilder dazu. Auch über vom letzten Jahr. Und ein paar Anregungen für euch noch mitzugeben, und wir sehen uns beim nächsten Mal. In diesem Sinne, macht's sich gut, macht's besser, bleibt anständig, baut keinen Müll, und bis zum nächsten Mal. In diesem Sinne, Servus, alter Schwede.